Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen weiteren Folge Minecraft, meine lieben Freunde. Und mein Spiel hat geleckt. Oh. Oh, der Part im Nyx ist auch wieder dabei. Ja, hallo, ich bin hier gerade bei einem Spawner. Ich brauche noch eine Spitzhacke. Äxte haben wir keine mehr. Muss ich noch bauen. Sticks in der Kramkiste. Alter, Scheiße, ins Spinn. 13 Diamanten, Alter, what the fuck. Ich hab auch noch 4. Ich muss noch ein bisschen Holz fällen gehen. Holz? Ja. Ich werde sterben. Bist du dir sicher? Nein. Gut. Ich habe mir gedacht, ich frage vorher mal, bevor ich in Mitleid verfalle. Es ging noch mal alles gut. Oh, ich habe Melonensamen gefunden. Geil. Kommen wir aber auch jetzt erst als erstes zurück, weil kein Platz mehr im Inventar habe. Aber das Lapis Lazuli, das passt noch. Das mit dem Spawner war ja schon mal ganz geil. Auch wieder einiges an Eisen mit rausgebracht und ein bisschen Gold und wie gesagt 4 Diamanten. Und was machst du gerade Schönes? Zombies killen, die bei uns in den Kühen, in dem Kuhstall drinne sind. Oh nein, ich hau die Kühe mit. Wir müssen da noch ein bisschen besser ausleuchten, habe ich so das Gefühl. Also wir haben sehr viele Kühe. Ich schlachte ein paar ab. Lass die doch noch mal vermehren, einmal. Hab ich schon. Oh, okay. Nein, nicht das Baby! So, das haben wir dann schon mal. Jetzt habe ich wieder 9 Leder, 11 rohes Fleisch. Passt. Was ist das denn für ein Zombie? Die kenne ich noch gar nicht. Die haben so Sandkleidung an. So zerfetzte Klamotten, aber nicht so wie ein normaler Zombie. Kannst du dich schlafen legen? Ich bin gleich wieder da, warte. Gerade auf dem Rückweg. So, ich liege. So, Kühe. Du mit deinem Cleanstone. Nimm doch mal deinen Cleanstone hier raus, den du gebrannt hast. Kannst ihn ja einlagern. Ja, das kann. Ja, keine Truhe für Cleanstöne. Müssen wir dann noch machen.
Die Teppich. So, jetzt ist auch die komplette vordere Front mit Dings ausgelegt. Mit Kohle von den Öfen. Ja, sehr geil. So. So, wie viel habe ich? 52. Machen wir zwei Stacks von rohem Akazienholz. Ich denke, das sollte dann auch reichen für die gesamte Fläche. Ja, es ist schon fast wie eine Kobbelkiste voll. Mm. Das ist echt nervig mit Kobbel. Oh, ich glaube, ich habe Kies bei Kobbel reingemacht. Doch, habe ich. Was wir vielleicht machen sollten, ist ein bisschen Kabel weglassen. Also zumindest nicht mehr mitbringen. Nö, wie gesagt, ich will ja eine ganze Kabeletage machen. Vom Lager her. Wo nur Kabel reinkommt. Ja. Ach komm, dann, wir machen das jetzt mit dem Holz. Das sollte, glaube ich, reichen. Hast du auf jeden Fall genug. So. Ich habe noch einen Sattel mitgebracht. Ja, Sattel ist schon Wahnsinn. Gibt's zu viele schon. Und eine Schallplatte. Jetzt haben wir zwei Stück. Einmal C418. Oder zweimal C418. Hä? Nein! Was? Siehst du mich? Ja. Da ist gerade ein Stück Holz runtergefallen, das habe ich mir wieder geholt. So, wo sind denn Feuersteine? Da. Knochen. Jetzt habe ich noch was Schönes zum Anpflanzen. Mhm. Da muss ich mir mal einen Platz für schaffen. Weil wenn man schon mal Kürbiskerne hat, ne? Ja. Kannst du doch oben anpflanzen bei uns. An der Lagerfläche, die ich geschaffen hatte. Also die Pflanzenfläche, die ich geschaffen hatte. Mhm. Oh, jetzt habe ich auch 7 Setzlinge. Nach. Und einmal Akazienholz. Und, ey, wo kommen denn die ganzen Setzlinge her? Hier habe ich schon wieder 4 Setzlinge aufgesammelt. Ich habe abgeholzt. Und manche Blätter waren noch nicht weg. Was ist hier passiert? Was denn? Wo denn? Bei der Farm. Da hast du scheinbar einen Erdblock abgebaut, kann das sein? Weil das ganze Wasser so läuft raus. Ich war das nicht. Es war wahrscheinlich der Enderman beim letzten Mal. Ich setze Holz dahin. Ja. Weil hier auch gar nichts nachgepflanzt ist im Prinzip. Ja, ich habe abgebaut. Ein bisschen was, ja. Und dann bin ich zu den Kühen gegangen, aber ich habe nichts abgebaut da unten. Ja, aber es sind ja gar keine Pflanzen mehr drin. Haben wir denn jetzt noch Weizen? Weizensamen habe ich, ja. 35 Stück. Wir haben aber auch ganz viel Weizensamen in der Kiste. Ich pflanze das dann immer direkt, aber dann hole ich mir immer jetzt Weizensamen.
Und mache das. Oh ja. Hä? Da ist noch was drin, schon sagen. Gut, Weizensamen da. Was ich heute mindestens erreichen möchte, ist, dass wir das Haus, das eine Stockwerk zu haben, da ein bisschen Beleuchtung reinmachen, Räume abtrennen, irgendwie sowas. Ja. Das will ich zumindest mal machen heute. Sollte ja funktionieren. Hoffentlich. Denke. Mein Google Home wollte mich heute verarschen. Warum? Ich habe mit ihr gesprochen und habe gesagt, okay, Google, spiel Musik bei Spotify ab. Das Erste, was dem ihr abgespielt hat, war Frohe Weihnachten und was weiß ich was, allen für ein Scheiß an Musik. Dann habe ich gesagt, okay, Google, spiel mir ein bisschen Dubstep ab. Na, vorhin beim Essen machen und beim Musik, also so rumlaufen und so. Dachte ich so, ja, kannst du ein bisschen Dubstep hören, ne? Ist ja alles cool. Das allererste, was ich höre, ist ein Scheißlied von Helene Fischer. Ich dachte erst, okay, es kann ja nur sein, dass die mich falsch verstanden hat. Und sag, okay, Google, ich will ein bisschen Techno hören. Auf einmal höre ich einen Techno-Remix von Helene Fischers neuem Lied. Ja. Was habe ich Google getan? Naja, du hast Google darum gebeten, Dubstep und Techno zu hören. Das ist das Problem. Ja. Mann. So eine Scheiße, ey. So. Ach du Scheiße, was ist das denn für ein fetter Baum? Ja, manche sind fett. Ich glaube, das sind zwei Bäume ineinander. Möglich. Ups. Hast du denn gemacht? Hab Holz aufgesammelt. Na, ist ja nicht schlimm. Kannst ja wieder auskotzen. Habe ich. Wo sind die ganzen Sticks hin? Ich habe alle gebraucht, weil ich mir ganz viele Äxte gemacht habe. Kann dir aber ein bisschen Holz kotzen, wenn du willst. Nein, ne, ich hole mir hier schon was. Oh, ich muss fressen. So, jetzt brauche ich Eisen.
Alter. Ey, ich hab irgendwie Morbus, was weiß ich was in der Fingerdruss, ey. Meine Fresse. Was mach ich denn Morbus, hier? was in der Fingerdruss? Nein, Morbus, was weiß ich in der Fingerdruss. Keine Ah ja. Ahnung, ey. Oh, es wird wieder Nacht. Ich habe eben zweimal geschafft, den Block nicht da zu positionieren, wo ich ihn positionieren will. Direkt hintereinander. Und dann nochmal hintereinander, zweimal direkt. So, scheiße. Mann. Handy, was willst du? Ja, ich weiß, alles gut. Brauchst mich nicht tausendmal dran erinnern. Meine Fresse. Lalalala. So, will ich mal gucken, was jetzt hier noch so gibt. Bin ich gerade eine Höhle gefunden. Aber dann war mein Inventar voll. Dein Inventar voll, okay. Ja, will ich jetzt mal reingucken, was es da so gibt. Weißt du, was ich jetzt denke? Dieser Gang, den du nach unten gebaut hast zu den Stockwerken, ne? Den lassen wir jetzt erstmal noch so. Später bauen wir diesen Gang zu. Oder nutzen ihn nicht mehr. Und wir bauen sozusagen ein Treppenhaus im Gebäude runter. Ja, kann man auch machen. Das soll ja da im Prinzip nichts anderes werden. Das führt im Prinzip einfach nur daran vorbei, sage ich mal, außenrum. Ist ja auch nichts anderes als ein Treppenhaus, was das dann wird. Oh, Dann Gold. kann ich das auch umbauen, alles was da ist, und wir machen dann sozusagen ein Eingangsding und dann kommst du von Stockwerk zu Stockwerk runter. Ist auch scheißegal. Kommst du ja auch Oder so halt von auch hoch. Stockwerk. Kommst du ja auch so von Stockwerk zu Stockwerk. Ja, wir können auch einfach die Leiter lassen. Ja, sicher. Die Leiter haben wir ja eh erstmal, sonst kommst du im Moment ja nicht von oben rein. Im Moment. Ja. Scheiße, wie wurde eine Leiter gebaut? Wie wird eine Leiter Oh, weiß ich gebaut? nicht mehr. Gucken wir mal. Sticks und Strings, kann das sein? Nee, Strings brauchst du dafür nicht. Dann waren es Blöcke und Strings. Ja, ist gut. Gerade halt am besten kein einziges Wort mehr sagen. Ist so schlecht bei einem Let's Play, weißt du? Wenn du kein Wort mehr sagst. Das stimmt. Ja, siehst du. Ey, was ist das hier für eine scheiß Höhle? Jetzt mal ohne Witz. Ist ja gar nichts drin. Alter, mein Ohr geht mir auf den Sack. Ein Ohr. Ja. Ich hab Druck auf den Ohren.
Wieso das denn? Weiß er nicht. Also, wenn man logisch drüber nachdenkt, womit könnte eine Leiter gebaut sein und gebohrt worden sein? Oder womit könnte man es bauen? Blöcken und Sticks. Nee. Nur mit Sticks. Oder nur mit Sticks, stimmt. Die Höhle hier ist voll Kacke, hier ist nix. Bisschen Eisen und ein bisschen Lapis Lazuli, das war's. Was ein Scheiß. So, gibt's hier noch was? Nein. Dach ist zu. Haben wir noch Glas? Ja, genug. Weißt du, in welcher Kiste wir das reingepackt haben? In der Kiste, wo drauf steht Glas. Ihr merkt, heute ist er richtig, richtig, richtig geil drauf, der Junge. Das ist. Meine Nein, Fresse. hat damit gar nichts zu tun. In welcher Kiste soll denn sonst das Glas sein? Es war einfach nur eine Frage, damit du Richtung weisen kannst. Wo? Rechts, links, hinten? Keine Ahnung. Links vorne, direkt bei den Öfen. Dürfte sein. Da ist Sand. Ach, da oben ist Glas. Ach du Scheiße, ich bin voll dran vorbei. Hier Ups. siehst du. Mal jetzt die hintere Front noch mit Glas auskleiden. Ich Hintere hasse Front, Kies. ja, Alter, schon wieder so ein geiles Deutsch. Hintere Front. Yes. Ja, wir sind im Krieg. Warum ist denn hier so viel Kies? Ich hasse Kies. Ich weiß nicht, was du mit Schlüsseln hast, aber ich finde sie cool. Ha 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 ha. Oh Gott. Weiß nicht, was du mit Schlüsseln hast. Ich finde sie cool. Ja, nee, ist klar. Was findest du denn an Schlüsseln so ganz besonders cool? Damit kannst du Leute aus einem Raum aussperren. Okay, das lasse ich gelten, das ist eine gute Antwort. Ja, Mir wird da auch gleich schon eine einfallen. Ach nö, jetzt habe ich mich verbaut. So ein Scheiß. Aber hier ist doch gar nichts. Da denkst du, da hast du eine coole Höhle gefunden, ne? Dann biegst du einmal ab und ist es zu Ende. ja. Da, es war einfach gar nichts in der Höhle. Gar nichts. Das soll's auch ab und zu mal geben. Ich merke das schon. Zusätzlich zum ganzen Kies, der hier rumliegt.
Ich hätte vielleicht Fackeln mitnehmen sollen, nicht Trottel. Ja, vielleicht hättest du das tun sollen. Wäre wesentlich sinnvoller gewesen. Eisen. Naja, muss ich halt ein bisschen im Dunkeln rumtapsen. Wird wohl auch mal gehen. So, dann kann ich jetzt unten da ein bisschen das Holz ab wegmachen. Gold. Was ich nur zuvor zugemacht habe, damit keine Mobs hier reinspringen in der Nacht. Deswegen öffne ich jetzt das Holz wieder, also mach die Wand wieder auf, damit hier erstens Licht reinkommt und wir schön auf den See gucken können. Ja, der See ist schön, ne? Das ist ein sehr schöner See. Bin ich denn eigentlich richtig? Ja, ich bin auf Ebene 13. Hier echt nicht so viele Diamanten findet. Woran das wohl liegt heute wieder? Was mit den Diamanten? Gerade an so einem Tag hier wieder, 24.12., ne? Da dürften ja eigentlich die ganze Zeit Diamanten sein, ne? Ja. Herr Simons will die Kiste schon mal vorbeibringen für die Party nachher. Welche Kiste? Die Kiste Bier. Oh, scheiße, ey. Und ich will mit dem Auto kommen. Oh. It's your decision. Du musst ja nicht unbedingt was trinken nachher. Du kannst ja auch einfach so da sein. Ja, aber hier so 2-3 Bierchen würde ich schon gern trinken und dann fahre ich nicht mehr. Vielleicht mache ich es aber auch so. Ich komme kurz mit dem Wagen rum, zeig denen, denen es interessiert. Und dann bringe ich den nach Hause. Das ist eine sehr gute Idee. Das ist ein Plan, oder? Denn der Party Pnyx hat ein neues Autochen. Autochen ist gut. Das müssen wir uns angucken. Ja. Wann will der denn kommen und die Kiste vorbeibringen? Wird's gleich irgendwann wahrscheinlich. Okay. Ich habe ihm aber noch nicht geantwortet, weil das werde ich gleich machen. Du bist jetzt nicht mehr am Haus, ne? Ne, ich bin in der Mine. In der Höhle. Hat er mir jetzt allen Ernstes im Steam noch geschrieben? Wer, der Fallwolf? Ne, hat er nicht. Jetzt läuft's hier aber, ey, mit den Rohstoffen, Mensch. Hä? Was lacht denn hier so? Hexe wahrscheinlich. Würde ich jetzt mal vermuten. Wo ist die denn? Das frage ich mich auch ganz oft. Gerade hier in der Höhle. Wo ist denn dieser Scheißmob? Ich höre ihn doch. Aber ich sehe ihn nicht. So,
Und ich höre aber auch, ich höre auch im Moment ein Skelett. Ich weiß auch nicht, wo es ist. Naja, Leute. Jetzt ist die Folge schon wieder rum. Wir haben einiges geschafft. Das Häuschen ist schon fast fertig. Die Glasfront ist auch schon fertig. Wir machen jetzt einfach nach und nach die ganzen Sachen fertig. Aber ich glaube, ich muss noch einige Sachen ändern, weil das für dich total beschissen, dass das so aussieht. Naja, ich wünsche euch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.